Ja, moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir spielen nochmal eine Runde mit Whitey Boy. Ich hatte in dem Setup nichts geändert, aber irgendwie in der Runde davor, ja, kam das Setup ja nicht so wirklich zum Tragen. Deswegen gucken wir mal, was passiert. Ich habe jetzt einen lila Medikit einfach mitgenommen und dafür habe ich noch ein Add-on, ein Offering reingepackt, dass ich das nicht verlieren kann, die weiße Abwehr. Es sei denn, der Killer hat natürlich... Sei denn natürlich, der Killer hätte Franklins zum Beispiel dabei. Jeder weg. Okay, ich habe eigentlich gute Chancen, dass sie mich jetzt verliert. Ah, guck mal, wenn ich im Schrank bin, oder? Ist der Timer gestoppt? Nee, der läuft noch. Okay. Okay, hat jemand anderen erwischt? Da sollten wir jetzt zusehen, dass wir uns schnell hochgeheilt bekommen, damit der Timer von Glück gehabt nicht so reinballert. Das ist natürlich ein geiles Setup gegen Rin vor allem. Durch... Oh oh. Bitte hab keinen. Nurses. Danke. Okay, ein Viertel ist weg. Ein Viertel ist weg. Also 45 Sekunden oder so sind jetzt schon aufgebraucht. Mann, die soll mal hier weggehen. Ja, ist schon geil. Das Gespenst hört mich halt nicht mehr. Durch eiserner Wille, es sei denn, sie hat Stridor dabei. Aber wenn sie keinen Strider dabei hat, hört sie mich nicht. Und sie sieht auch das Blut nicht. Und durch städtische Umgehung kann ich sogar auch noch relativ gut... Sehen. Nö. Durch die städtische Umgehung komme ich sogar noch relativ geil weg. Jetzt geh doch mal weg von hier hinten. Mensch, die Map ist so groß. Und sie gammelt nur bei uns hier rum. Aber weißt du was? Ich glaube, die Lori ist auch entkommen. Oh, warum habe ich das gesagt? Ich glaube, ich habe sie auf dem Gewissen. Leute, ich habe die Lori auf dem Gewissen. Ich glaube, sie kommt schon wieder hierher, ne? Scheint irgendwie ihr Lieblingsort zu sein. Okay, sie haut ab. Ich würde Lori jetzt gerne hochheilen. Ich kann nicht helfen, Clödia. Scheiße. Ah, es hat geklappt. Nice, sehr gut. Die rennt in die andere Richtung weg. Ja gut, immerhin, sie ist safe. Immerhin ist sie safe. Oh, das Setup hier ist wirklich nicht schlecht gegen das Gespenst, Leute. Da, wo das Gespenst sonst Vorteile hat, nehmen wir ihr die Vorteile. Wie gesagt, wenn sie Strider dabei hat, dann vielleicht nicht. Achso, sie hat bestimmt meinen Gen zurückgesetzt, oder? Vorne. Lass uns mal hier noch einen Moment weitermachen. Wir sind ja relativ nah dran. Oh. Moin! Muss eben schnell in den Schrank rein. Sieht sie mich nicht. Oh Gott. Okay. Falls sie Barbecue hat. Jetzt dahinter und da heilen wir uns hoch. Nurses Calling hatte sie ja nicht.
So, oh, nice, moin. Nein, warum? Oh, die am Haken ist disconnected. Warum das denn? Och, Mann. Okay, Rin ist da hinten drin. Sie hat noch einen Gen fertig gemacht. Dankeschön. Das heißt, wir rennen erstmal wieder nach da hinten, würde ich sagen. Ich kann mich trotzdem nur noch einmal hochheilen. Oh. Kacke! Ah, hier ist ein brennendes Totem. Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh, scheiße. Warum ist denn hier nichts? Ach, Leute. Nein, sie kommt da rum. Oh, nein. Ich wollte zu der Palette hier vorne. Na ja, gut, okay. Heilt sich jemand im Keller hoch? Mutig. Na gut, hat schon geklappt. Hat nichts gesagt. Ja, schade, dass die eine gegangen ist, ne? Erste Mal jetzt am Haken. Und am Haken... Am Haken ist es immerhin nicht mehr getriggert, wenn ich das richtig sehe. Zwei Drittel sind jetzt schon weg. 3 Minuten Gesamtdauer, wie gesagt. Okay, die rennt los. Ja, und Sprintboost jetzt gezündet, oder? Kommt sie allein oder wird sie verfolgt? Das ist die große Frage. Sieht so aus, als ob sie alleine kommt. Nee, kommt sie nicht. Ach komm, du bist doch eh gerannt. Als ob sie deine Sprintspur nicht sieht. Gut, dann müssen wir darauf hoffen, dass die andere jetzt noch kommt. Am besten rechtzeitig, bevor wir in die zweite Phase reinkommen. Könnte eng werden, oder? Komm schon. Komm ran hier. Komm, beweg dich. Das schafft sie nicht mehr, oder? Schafft sie nicht mehr. Nee. Oh, ich hätte einfach versuchen sollen, mich nochmal selber zu befreien. Wenn es geklappt hätte, wäre ich immerhin nicht in die zweite Phase rüber. Komm, drin schon wieder zurück. Nee, sie hat die andere erwischt. Okay, ich war mir nicht sicher, weil die andere da auf einmal dann sich hingehockt hat, ob die vielleicht das Gespenst abgehängt hat. Schade. Ach Mann, die Lori. Wir hätten sie ja nochmal vom Haken geholt. So ist es nicht. Okay, dankeschön. 45 Sekunden haben wir jetzt noch. Von unserer Fähigkeit über. Oh Gott, warte, ich muss mich kurz verstecken. Einfach nur, weil ich keinen Bock habe auf Barbecue. Komm schon. Da hinten, okay. Ah, nice, die hat Verwandt. Das ist schon mal geil. Verwandt ist immer gut. So, das sollte reichen. Sie geht auch weg. Aber die andere ist schon sehr nah dran. Das heißt, wir brauchen nicht hingehen. Wir könnten hier vorne an den Generator ran. Ich glaube, alle Generatoren, die noch gemacht werden müssen, sind übrigens hier drüben. Sie beschützt die Seite hier ganz gut. Ich meine, am Anfang war sie auch nur hier am Rumpimmeln. Ich weiß nicht, vielleicht war das ja auch ihr Ziel von Anfang an. Wer weiß? Na? Also sie weiß es, aber wir nicht. Keine Ahnung, Leute. Gut, wir arbeiten mal am Gen. Wir haben bisher noch nicht so viele Points, glaube ich. Zielkategorie sind wir bei der Hälfte ungefähr. Wir haben schon einmal einer Person geholfen. Die Jagd war jetzt nicht so sonderlich geil. Die zweite zumindest, die erste haben wir ja gewonnen, aber... Die war auch nicht so lang, also da haben wir auch nicht so viele Points. Naja gut, okay. Aber am Anfang hat es gut geklappt mit dem Setup. Da hat man mal gesehen, was für einen Vorteil das Setup einem bringen kann. Und ich glaube, da war es auch unser Vorteil sogar, dass wir gegen das Gespenst gespielt haben. Weil jeder andere Killer wäre ja nicht unsichtbar gegangen und hätte uns dann trotzdem noch gesehen. Da hätten wir den Vorteil nicht so gut ausspielen können. Glaube ich. Halt, stimmt gar nicht. Es sind nicht alle Gens hier. Ein Gen ist noch... Oh Gott, da ganz hinten. Wo sie jetzt übrigens auch ist. Okay, ich gehe mal hier mit ran. Den kriegen wir jetzt nämlich noch fertig. Ein Ausgang ist hier. Okay, wir schleichen. Wenn wir die Umgehung schon mal dabei haben... Sollten wir so ein bisschen nutzen. So, ich denke mal, hier wird sie nicht hingucken.
Gehen wir einen schönen großen Bogen. Ein Ausgang dort, ein Ausgang dort. Die Kate will den Ausgang, glaube ich, aufmachen. Ich glaube, sie hat da eben noch drauf gezeigt. Deswegen ist ganz gut, dass wir jetzt rübergerannt sind. Oh, die andere wurde erwischt. Komm her. Dann schnell mit dem Medikit. Man gönnt sich ja sonst nichts. So. Mal ein bisschen Zeit sparen. Geht sie ran? Ja, sie geht ran. Ich muss... Oh Gott, warte. Komm schnell hier rein einmal. So, wir warten. Ich weiß nicht, ist sie tot? Nee, ist auch noch nicht tot. Ah, dass sie die Verwandte dabei hatte. Alles klar. Da vorne war das Gespenst gerade, wenn ich das richtig gesehen habe. Okay, wir rennen rüber. Bis hier. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Okay, die andere wurde umgeklatscht, verdammt. Warte mal, wie wurde die denn jetzt... Ach, die hat Hass dabei, Leute. Ich wollte gerade sagen, wie wurde die denn jetzt direkt umgeklatscht? Die war doch hochgeheilt worden von uns. Ah, oh, ist das bitter. Leuchtet da noch ein Totem? Ach, das ist ja das, was wir vorhin schon mal gesehen haben. Da, die ist aber bestimmt der Hoden. Oh, wäre sie mal rausgegangen. Ach so, sie hat es noch gar nicht fertig gehabt. Ich dachte, sie hat es auf 99 gemacht. Mach mal auf. Bleib aber nochmal einen Moment drin. Da ist die andere. Okay. Sehr gut. Dann lass mich nochmal hier ein paar Punkte grabben. Dankeschön. Ehrenmate. Ja, Ehrenmate. Großartiger Fähigkeitscheck. Mensch, ich habe extra... Was ist denn das für ein Item hier? Ja. Gehen wir mal raus. Wir haben ja die Dingens dabei hier, das Medikit. Wieso gucke ich überhaupt? Das Medikit würde ich ungern weggeben. Ja, GG, schade, dass der andere jetzt noch mit Hass erwischt wurde. Ne? Oh, das war aber so knapp mit dem Ausgangstor. Da hätte sie ja wirklich nur so 2-3 Sekunden dran sitzen müssen. Ärgerlich. Habe ich auch irgendwie überhaupt nicht mit gerechnet, dass sie Hass dabei hat, muss ich gestehen. Nun gut, GG. Hier, zack. GG, WP, HD, XD, Kappa und so weiter. Wir haben Pip bekommen. Zweimal Gold, einmal Schillend, einmal Silber. Ich weiß gerade gar nicht, was wir in der letzten Runde bekommen hatten. 20.000 wieder. Ach, guck mal hier, Alter. Die hat aber auch wieder gut gepunktet. Irgendwie kriegen wir aber relativ wenig Points. Vielleicht, weil wir so ein bisschen sneaky in Anführungsstrichen spielen. Ach, guck mal, sie wollte scheinbar diese Daily machen hier mit dem Gespenst. Diese, was heißt Daily? Das Achievement. Dass sie, Rang 12 sogar, was da wieder los? Aber ich finde, die hat sich doch gut geschlagen dafür, oder nicht? Können wir mal schauen, wie viele... privates Profil. Wäre natürlich mal interessant gewesen, wie viele Spielstunden. Weil die Ränge... Ja, die Ränge sagen ja nicht so viel aus eigentlich, ne? Wenn man jetzt mal 2-3 Monate nicht spielt, dann ist man ja wieder vom Rang her relativ niedrig. Ob man dann unbedingt so viel schlechter ist, ist halt die andere Frage. Gut, Leute, ich bin raus. Ach hier, sie hatte auch nur einen Strike dabei. Ja, schade, dass sie rausgegangen ist. Ich glaube, sonst wäre die Runde nochmal... noch mal ein bisschen besser für uns gelaufen. Nun gut. Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich wie immer über Likes, über Kommentare. Ich freue mich wie immer, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke an Tossi und alle anderen Kanalmitglieder für den Support. Ja, vielen, vielen Dank euch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss, tschüss.